Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Ich möchte euch mal vorstellen, Marisch, wo ist sie? Marisch, das ist die Marisch. Und zwar, die Marisch, viele von euch kennen die Marisch. Wow. Marisch ist eigentlich schon seit ein paar Jahren bei uns, hat die J9 gemacht, hat dann die I10 gemacht und ist jetzt im Backbone. Und unsere Marisch ist bei uns verantwortlich für Videos, alle Clips, die ihr seht, Live-Übertragungen, die wir haben, alles, was mit Video, mit Dingstel, Bumstel, Ivo zu tun hat. Und sie ist auch hier im House of Prayer. Und Marisch ist eine von unseren Vollzeitlerinnen. Und du weißt ja, wie du Segen in deine Familie hineinbringen kannst. Das geht ganz einfach. Malachi 3,10, bring den 10. Teil deines Vorrats in die Vorratskammer und prüfe, einzige Stelle, wo der Herr sagt, teste mich und prüfe, ob der Herr nicht reichlich Gnade ausgießt über dich und über dein ganzes Haus. Und wenn du heute sagst, diese Marisch, die da steht, die möchte ich eigentlich unterstützen mit 4.000 Euro im Monat, mit einem Dauerauftrag, ja, dann ist jetzt richtig. Zeitpunkt, dass du dich dafür entscheidest. Wenn du mehr Informationen zu Marisch haben willst, dann kommst du nachher einfach zu Marisch oder du gehst auf unsere Homepage www.home-salzburg.at und da findest du gleich bei Aktuelles ganz vorne die Marisch und du kannst Pate werden von der Marisch. Egal ob es 10, 20, 30, 40, 50, 100 oder 150 Euro sind im Monat. Ich kann dir sagen, das, was du da eingehst, ist eine wirkliche Patenschaft, um Reich Gottes aufzubauen. Und der Segen Gottes wird nicht ausbleiben für dein Haus. Danke, Marisch. Wir kommen gleich zum Thema heute. Und das ist mir ein Herzensanliegen, das Thema heute. So klappt dein Leben, wie du mit Gott kooperieren kannst oder Gott hat Pläne des Heils, Fragezeichen, oder hat er das doch nicht? Ich liebe, heute gibt es keine Folien, heute gibt es eine fette Flipchart. Die Größe ist als ich selber. Nicht schlecht, okay. Wow, ich gehe ein bisschen rüber, oder? Ich gehe ein bisschen rüber, passt, okay. Ocean Eleven, ich weiß nicht, wer den Film kennt, Ocean Eleven. Ich liebe Ocean Eleven, nicht nur wegen den tollen Frauen, die da mitspielen, ja, und wegen den spannenden Geschichten, um die es geht, sondern ich liebe Ocean Eleven vor allem aus einem Grund. Da ist alles durchdacht, da gibt es einen fantastischen Plan und im Großen und Ganzen funktioniert dieser fantastische Plan vom Anfang bis zum Ende. Und ich liebe das, ich liebe das. Da gibt es jede Menge andere Filme auch, so Strategiefilme und so. Wenn irgendwo ein Brain sitzt, da sitzt ein total schlauer Typ, und der plant alles und dann kommen kleine Unwegsamkeiten, aber kein Problem, es gibt immer schon einen Gegenplan. Oder Kevin allein zu Hause, weiß nicht, wer das kennt, ja. Ah, ich liebe es. Der Typ hat einen Plan, ja. Der Typ ist ein Brain, ja. Sowas ist echt was Fantastisches. Als Kind habe ich mir oft gedacht, wenn ich Fernsehen geschaut habe, weil es ja ganz oft so ist, das sind halt Filme und dann passiert irgendwas und dann gibt es das volle Drama drinnen und du weißt ja nicht, wie es weitergeht und voll die Spannung und so weiter. Und als Kind habe ich das eigentlich gehasst. Und ich habe mir gedacht, warum macht keiner einen Film mehr, wo einfach alles klappt, vom Anfang bis zum Ende. So einen Film hätte ich gern gehabt. Da hätte ich mich nicht aufregen müssen, wäre nicht angespannt gewesen, sondern könnte ihn nur genießen. Letztlich ist das ein bisschen auch so eine Sehnsucht, die in uns Menschen drinnen steckt, dass wir eigentlich so ein Ocean's Eleven mein Leben führen oder dass wir eigentlich so ein Kevin allein zu Hause Leben führen oder dass wir eigentlich so irgendwas haben, so ein großes Brain, das dahinter steht und dieses Brain sorgt dafür, dass alles klappt. Und die gute Nachricht ist, jetzt kommt der Spoiler, so ähnlich ist es auch. Wir haben bei uns auf der Mission Base und ich mache diesen Vortrag heute aus total aktuellen Anlass heraus, weil es auch Thema dieser Woche war und ich sehe, dass es bei vielen Menschen da ein Missverständnis gibt und deswegen will ich das heute aufgreifen. Wir haben so Bickerl für unsere deutschen Freunde, herzlich willkommen übrigens, auf allen Fernsehen, Internet und überall. Wir haben so Bickerl auf der Mission Base, Aufkleber auf Hochdeutsch, auf Russisch Bickerl. Auf Französisch Bikerl. Wir haben so Bikerl auf unserer Mission Base und da steht oben, God has always a plan. Es klingt total fantastisch, ist aber falsch. Leider gleich zweifach falsch. Einmal hat man mir gesagt, das ist grammatikalisch falsch. Das ist für mich natürlich unlösbar als Native Speaker. Und zum Zweiten ist es eigentlich inhaltlich falsch. Und wir gehen mal trotzdem in die Bickerl raus, was so cool ist. Aber jetzt, wir machen heute ein bisschen fortgeschrittenes Programm, ja? God has always a plan
for my life. Und die Frage ist, gell, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Es gibt so viele Bibelstellen, wo heißt, Gott hat Pläne des Heils und so weiter. Es gibt eine neue Einheitsübersetzung oder wenn du in die Elberfelder reinschaust, dann wird dir auffallen, das ist Jeremias 29,11, dass da ein bisschen was geändert ist drinnen, nämlich dass Pläne sich ausgewechselt hat gegen Gedanken. Und damit kommen wir schon näher eigentlich an den Kern dran, wie das mit Gott ist. In Jeremia 29,11 heißt es nämlich, denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, Spruch des Herrn. Und jetzt kommt's, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das ist wunderschön, aber da steht schon weniger von Plänen irgendwo drinnen. Und mit Plänen, da gibt's so ein Problem, das wir in unserer Denke haben. Und vielleicht kann ich dir heute helfen, aus einer christlichen Falle rauszutreten und in eine neue Freiheit überzutreten. Das, was wir oft denken, ist, da sitzt ein gewisser Herr Gott, sitzt an seinem Reißbrett, an seiner Flipchart oder wo auch immer, ja. Und der macht jetzt einen genauen Plan, wie dein Leben verläuft. Ja. Hier ist der Anfang und hier ist das Ende. Und dann sagt the brain, der liebe Herr Gott sagt dann so, da kommt jetzt ein Highlight, da kommt ein Downlight, da kommt so hin, hier gehen wir um die Ecke, da 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 und hier bist du gestorben, Deckel zu. Und jetzt kommt die große Denkfalle, in die wir manchmal hineintappen, und die ist folgende. Ziel des Lebens ist es jetzt, Herr, offenbar mir deine Pläne, Herr, zeige genau, was du von mir willst. Nochmal anders gesagt heißt das, schau mal, ich will eigentlich alles tun, um möglichst nah an dem ranzugehen, wie du das für mich gedacht hast. Und wenn ich hier einmal abkomme vom Weg, dann kommt hier der große Hammer und die Keule, wumms, auf den Kopf und ich gehe wieder zurück und so geht das weiter. Und wenn du das Modell so weiter denkst, ich habe Pläne des Heils für euch und dein Job ist es, diesen Plan zu checken, dann schaut das letztlich am Ende der Zeiten so aus, dass das dein ideales Leben ist, wenn du irgendwie möglichst nahe diesen Vorgaben, unter Anführungszeichen, oder an dem, was Gott sich gedacht hat, dass du dem folgen kannst. Und die Frage ist, ist das wirklich so oder ist es eigentlich anders? Viele Menschen kenne ich persönlich, hier im Haus auch und an allen möglichen Orten, die Stunden, Tage, Wochen und einige vielleicht sogar Jahre damit verbringen, hör gut zu, herauszufinden, was ist denn eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Wo ist dieser Track, an dem ich hier aufspringen muss? Wo ist die Tür, wo ich rein muss, damit ich endlich reinkomme in den Plan, den Gott für mein Leben hat? Und ich sage dir ganz was Kühnes dazu, viele Leute verschwenden massig Zeit in ihrem Leben und Ressourcen in ihrem Leben, einfach darüber nachzudenken, wie sie hier an diesen Track draufkommen. Und viele Menschen, ja, denen ist das höchste Ziel, möglichst genau dem nachzufolgen. Und ich frage mich, ist das echt Gottes Plan? Und die Antwort ist, wahrscheinlich eher nicht. Schau mal, es gibt Menschen, die stellen sich Gottes Pläne für ihr Leben so vor. Das ist die Eisenbahn. Und dann ist hier ein Bahnhofsgebäude, ein wunderbares. Da ist eine Uhr drauf, Häusel dran und so weiter. Und das Thema ist jetzt, ich bin ein genialer Zeichner, ich weiß. Und das Thema ist jetzt, so, bin ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um den Plan Gottes zu checken, um in den Plan Gottes einzusteigen oder nicht? Heißt mit anderen Worten, hier ist sie, das ist die Eisenbahn. Da raucht's raus. So, und jetzt ist die Frage, bin ich genau da am richtigen Zeitpunkt und steige den richtigen Zug ein oder verpasse ich den richtigen Zug? Und die Pläne Gottes, die er am Reißbrett für mich entworfen haben, fahren ab und das, was ich den Rest meines Lebens tue, ist hinten nachhinken, irgendwelchen, dass ich versuche, hier wieder on track zu kommen. Und liebe Leute, so ist es nicht. Denn das Wort Pläne verwirrt uns manchmal ein bisschen in unseren Gedanken drinnen.
sondern es ist vielmehr so, lass uns aussteigen aus dieser ganzen Plangeschichte und lass uns aussteigen und ein Wort verwenden, das viel eher passt an dem, wie Gott über uns denkt, und das heißt Absichten. Gott hat Absichten für mein Leben. Ich habe Gedanken des Heils, Gedanken, Absichten des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das ist ein riesengroßer Unterschied, weil, schau mal, wenn du dieses Konzept vom Bahnhof weiterdenkst und wenn du weiterdenkst, dieses hier, dass ich mir hier den Plänen möglichst annähere, was bist denn du da? Da bist du ja letztlich, wenn du das auf die Spitze runtertreibst und weiter und weiter und weiter denkst, bist du eigentlich einer, der immer was hinten nachgeht und sagt, was soll ich als nächstes tun, was soll ich als nächstes tun, was soll ich als nächstes tun. Und viele unserer Gebete laufen so, Herr Jesus, was als nächstes, Herr Jesus, was als nächstes, Herr Jesus, was als nächstes, was jetzt, was jetzt, was jetzt. Und wenn irgendwas passiert, going, oh je, falsch gemacht, wieder zurück und ich gehe weiter. Weißt du, was das ist, wenn du das noch ein bisschen radikalisierst? Wer ist denn einer, dem immer gezeigt wird, was er als nächstes tun muss? Wer ist denn einer, dem unmittelbar gezeigt wird, dass er immer das nächstes tun muss? Das ist der, der an den Fäden hängt und an dessen Fäden gezogen wird. Und das ist ganz und gar nicht das, wie Gott über uns Menschen denkt. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Weißt du, Gott hat dir so etwas Gewaltiges hineingelegt, wie den freien Willen. Gott hat dir so etwas Gewaltiges hineingelegt, wie die Kraft zu mitgestalten, mitzutun, mitzuarbeiten. Gott hat, wenn du in Genesis 1,28 zum Beispiel reinschaust, ja, das ist das, wo er sagt, Gott segnet sie, Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über sie. Und waltet über sie heißt, gestaltet mit. Gott möchte, dass du mit deinen Talenten, mit deinen Charismen, mit den Begabungen, all dem, was in dir ganz einzigartig drinnen steckt. Und wenn du glaubst, ich bin der größte Nasenbohrer von da bis Texas, habe ich eine gute Nachricht, du kennst mich noch nicht. Ich bin der Allergrößte davon. Und Gott sagt zu mir, Patrick, sei ein Mitgestalter auf dieser Welt. Und das sagt er zu dir auch, sei ein Mitgestalter von dieser Welt. Sei nicht der, der immer versucht nachzuringen und sagen, wo ist der Zug, in den ich einsteigen muss? Und wenn ich nicht in diesen Zug einsteige, wenn ich das verpasse, wenn der Zug abgefahren ist, in mein Leben, vorbei, aus und das war's. Liebe Leute, habt ihr das heraus? Das ist elementarst. Ein anderes Beispiel nochmal, wie Gott sagt, wie wir mitgestalten sollen. Ich erzähle so oft davon, weil ich das so lustig finde. Das ist in Genesis 2,19. Wie Gott die ganzen Tiere geschaffen hat und dann sagt Gott, und die Tiere, ich gebe ihnen nicht den Namen, ich mache sie nur. Und jetzt kommt her, Menschen, Adam, komm her und sag mir, wie diese Viecher heißen sollen. Das ist so lustig. Ich wäre so gerne der Adam gewesen. Stell dir vor, da kommt die Kuh daher, das geht noch. Sagst du Kuh? Sagt Gott, Kuh, ja, mittelmäßig, aber passt schon, okay, Kuh. Dann kommt das nächste daher, Pferd, naja, Pferd, okay, nennen wir es halt Pferd. Und dann kommt aber ein Elefant daher, da wird schon witzig. Ja? Stell dir vor, der erste Elefant des Lebens kommt daher und du nennst ihn Elefant. Und Gott sagt, Elefant ist fantastisch, ich liebe das Wort Elefant. Und seither heißt er Elefant und so weiter. Gott möchte, wenn du es glaubst, schaust rein, Genesis 2,19-20. Gott möchte, dass wir mitgestalten. Gott möchte, dass wir beginnen, Dinge zu tun. Gott möchte, dass wir proaktiv sind. Gott möchte, dass wir sagen, okay, heute schaut so aus, aber wie könnte ich machen, dass es morgen anders ausschaut? Wir haben diese Woche auf der Mission Base in der Jüngerschaft uns sehr den Kopf zerbrochen über Berufung und über wo ist der generelle Ruf, was ist das, was ich eigentlich tun soll in meinem Leben. Und
da haben wir genau über das auch gesprochen, ja, wo man sagen, wow, wenn du zum Beispiel, wenn du eine geistige Berufung hast, wenn du sagst, du möchtest Pastor werden oder möchtest Priester werden oder möchtest Ordensmann werden oder möchtest was weiß ich was werden, ja, dass wir da Stunden und Stunden und Wochen und manche Leute Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens drum ringen, sollen sie das werden oder nicht. Und da gibt es ein Beispiel, das mir einfach so gut gefällt und das schaut so aus. Stell dir mal vor, du hast tief in deiner Seele drinnen, hast das Bedürfnis und sagst, ich möchte gerne einen geistigen Beruf ausüben. Und dann sagst du, okay, ich gehe mal zu Gott, läutest du an, gehst du zu Gott, läutest an an seiner Türe, ging gong, sagt er, wer ist da? Sagst du, ich bin's, dein geliebtes Kind. Dann sagt er, komm rein, was ist? Dann sagt, komm, setz dich da aufs Sofa. Dann setzt du dich aufs Sofa und sagst du, Daddy, lieber Herr Gott, ich möchte kurz mit dir sprechen. Sagt er, gern, um was geht's? Und dann sagst du, ich habe eine fantastische Idee. Ich möchte so gerne einen geistigen Beruf haben. Ich möchte gerne Pastor oder Priester werden. Weißt du, was Gott dann sagt zu dir? Das ist großartig. Das ist eine gute Idee. Mach das. High five, handshake. Wir sehen uns. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und dann gehst du nach Hause, machst die Tür zu, gehst nach Hause, gehst in deine Wohnung rein, schaust Netflix oder was auch immer du schaust und denkst dir, oh my goodness, ich glaube, ich habe den Fehler meines Lebens gemacht. Oh nein, was habe ich nur getan? Ich werde sterben, ja. Gott sagt, du wirst sowieso sterben. Aber du sagst, nein, ich werde noch viel schlimmer sterben. Ich werde ohne Schokolade sterben, ja. Und dann denkst du dir, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und ich gehe wieder zurück. Und dann gehst du hin und dann läutest du wieder an, mit zittrigen, wackeligen Knien läutest du an, ging gong, und sagst, lieber Herr Daddy, lieber Herr Gott, und er sagt, wer ist da? Ich bin's wieder, dein geliebtes Kind. Und dann sagt er, komm rein, komm, setz dich aufs Sofa. Und dann sagst du, und dann sagt er, was ist? Wie geht's dir? Und dann sagst du, also gestern beim Netflix schauen kam mir so eine Idee und ich habe dann nochmal über alles drüber geschlafen und lieber Herr Daddy Gott, ich möchte jetzt doch nicht Pastor oder Priester werden. Weißt du, was Gott dann zu dir sagt? Wow, great, das ist eine super Idee, was möchtest du dann tun? Und dann sagst du vielleicht heiraten und er sagt super, heiraten ist super. Und dann gehst du wieder raus und weißt du, was das Geniale ist? Das kannst du 2, 3, 5, 7 Mal, 10 Mal, 100 Mal in deinem Leben machen. Gott gibt dir die totale Freiheit. Gott lässt dir die totale Entscheidung. Du musst manche Dinge in deinem Leben nicht so groß machen. Du musst manche Dinge in deinem Leben nicht bis zur Ewigkeit durchdenken und durchringen. Du musst manche Dinge nicht verstecken hinter deiner eigenen Unentschlossenheit und deinen Charakterschwächen und du schiebst sie Gott in die Schuhe, indem du sagst, Gott gibt mir kein klares Zeichen. In Wirklichkeit liegen alle Zeichen da, alle sehen das. Alle sehen, was mit dir los ist. Und du sagst, nein, ich brauche ein klares Zeichen. Ja? In Wirklichkeit liegt vielleicht eine Feigheit, eine Mutlosigkeit, eine Charakterschwäche, eine Unentschlossenheit oder sonst irgendetwas dahinter. Ich kenne Menschen, die schaffen es nicht, in ihrem Leben irgendeine Entscheidung zu fällen. Weil es könnte immer eine falsche Entscheidung sein. Und das Geniale ist, wenn du deine Entscheidung zurücknimmst, Gott sagt zu dir, wow, das ist eine super Idee. Dein neuer Plan. Jetzt ist die Frage, okay, aber wie läuft das? Ich meine, Patrick, was redest du da für einen Quatsch daher? Ja? Wir sind ja angewiesen auf Gott. Wir sollen ja nicht unser eigenes Ding machen, sondern Gott ist ja eigentlich, mit dem wir zusammen tun. Ja, genau. Und ich zeige dir jetzt ein Bild, das vielleicht besser dir hilft zu verstehen, wie Gott über deine Pläne denkt, als dieses Bild hier und als dieses Eisenbahnbild. Schau mal. Gott sagt eigentlich zu dir, komm mal und geh mal und mach mal den ersten Schritt. Ich glaube, das, was Gott nicht so restlos begeistert, ist, wenn du nie Initiative ergreifst, wenn du nie Verantwortung ergreifst und wenn du nie den ersten Schritt machst. Und Gott liebt es, wenn Menschen einen ersten Schritt machen. Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen. Stell dir mal vor, blau bist du, ja? Du machst deinen ersten Schritt, ja? Und dann, Gott ist rot. Und jetzt kommt Gott und geht diesen ersten Schritt mit dir mit.
Und dann sagt zum Beispiel Gott, schau, jetzt geh mal ich den ersten Schritt voraus und dann gehst du den nächsten Schritt mit. Und dann geht wieder Gott einen Schritt und dann gehst wieder du einen Schritt. Weißt du, wie das aussieht? Wer ist ein Profi? Okay, ich mach noch ein bisschen weiter. Okay, Gott geht wieder einen Schritt und du gehst wieder und er geht einen Schritt mit. Wie sieht das aus? Das DNA? Ah, fast, was? Ja, genau, das sieht aus beinahe wie Tanzfiguren. Und ein Bild, das mir extrem gut gefällt, um zu zeigen, wie Gottes Pläne, wie Gottes Gedanken, wie Gottes Absicht für unser Leben ist, sind Tanzfiguren. Schau mal, Gott geht einen Schritt, du gehst einen Schritt. Und einmal geht der eine und einmal geht der andere. Und wenn du beginnst, mit Gott diesen Weg zu gehen und mit Gott gemeinsam dein Leben zu durchtanzen, heißt nämlich, schau mal, ich Gott habe Absichten, aber den Plan, wie wir das machen, den machen wir gemeinsam. Den Plan mache nicht ich im stillen Kämmerchen und den donner ich dir drauf. Und wenn du einmal von deinem Plan abkommst, kommt die große Keule und ich hau dir eins auf die Rübe drauf. Siehe zum Beispiel der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn geht weg und der Papa wartet schon mit den Knechten hinterm nächsten Berg, haut dir eins auf die Rübe drauf und sagt, Edge Badge, schau wieder zurück zu mir, weil das ist mein Plan. Nein, gell? Sondern den Plan entwickelst du gemeinsam mit Gott. Und wenn du Gott erst kennengelernt hast und deine ersten Schritte mit Gott tust und wenn du entdeckt hast, wie gewaltig dieser große Gott ist, weißt du, was man dann tendenziell mit Gott tanzt? Polka. Man will ihn nicht loslassen. Man will ihn ganz eng bei sich haben. Das geht humtata, humtata, humtata. Ah, das war gar nicht Polka. Doch. Und war Volker? Ah, Edith ist eine Silbernadel-Tänzerin, die kennt sich da gut aus, ja. Ah, Roman ist eigentlich der Admiral, ist eigentlich der große Tänzer. Und wenn du so eine Polka anschaust, dann schaut so eine Polka manchmal eigentlich ganz schön holprig aus. Und ein bisschen wild aus, da wum, ba, ba, wum. Und vielleicht kommt dir das manchmal vor in deinem Leben, dass du so eine Polka mit Gott tanzt. Und er steigt dir mal auf die Füße, du steigst ihm auf die Füße und so geht's dahin. Wenn du Gott besser kennenlernst, das heißt, wenn du beginnst, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, dann geht vielleicht schon Walzer. Und Walzer ist schon ziemlich cool. Weil Walzer, da geht schon ziemlich ab, ja. Da kannst du mal im Wiegeschritt, da musst du dich mal ein bisschen ausrasten beim Walzer, gell? Und dann geht's los. Ramtata, ramtata. Stimmt's, Roman? Ja? Ramtata, Roman. Könnt ihr das jetzt alles vorzeigen, mit oder ohne Frau, so ein gewaltiger Tänzer ist er. Und wenn du Walzer tanzt mit Gott, ja, dann ist es schon ziemlich cool, ja. Aber damit du Walzer tanzen kannst, musst du Gott schon einigermaßen kennen, ja. Aber jetzt kommt das Coole, pass auf. Hier tanzt Gott. Und hier tanzt du. Was tanzen wir? Jesse, du bist jetzt gefragt. Was tanzen wir hier? Ja, genau, hier tanzen wir wilde lateinamerikanische Tänze. Pass auf. Und wenn du es geschafft hast, mit Gott eine gute Intimität aufzubauen, eine gute Beziehung mit Gott aufzubauen, wenn ihr euch gegenseitig gut kennt, wenn du weißt, wie Gott über dich denkt, wer du bist, wie deine Identität gegründet ist in ihm, dass er gute Absichten für dein Leben hat. Wenn du das weißt, dann kennst du deinen Tanzpartner gut. Und bei lateinamerikanischen Tänzen, Jesse, korrigieren, da tanzt du wie wild durcheinander. Der eine ist in der einen Ecke vom Raum, der andere ist auf der anderen Ecke vom Raum und du glaubst dir, die finden nie mehr zusammen. Die Wahrheit ist, jeder weiß genau, wo der andere ist. Und wie durch ein Wunder und noch dazu im Takt ist es so, dass die genau wieder zusammentreffen. Jamie? Jesse? Stimmt's? Meistens, oder? Ja, stimmt, bei den Fortgeschrittenen. Und wie schön wäre es, liebe Leute, wie schön wäre es, wenn wir beginnen würden, mit Gott lateinamerikanisch zu tanzen. Wie schön wäre es, wenn wir sagen, wow, schau mal Gott, ich humpel nicht mit dir durchs Leben, ja? Du steigst mir nicht immer auf die Füße, ich steig dich nicht auf die Füße. Wir kennen uns sehr gut. Und wir können spektakuläre Figuren durchs Leben tanzen. Und wenn es auch mal so ausschaut, dass wir gar nicht so nah zusammen sind, ja, wir wissen genau, wo wer ist. Und in drei Takten sind wir wieder zusammen und wir wissen das. Und damit das geht, musst du Gott gut kennen. Damit das geht, brauchst du Intimität mit ihm.
Wenn du das machen willst, brauchst du Vertrauen mit ihm. Du bist keine Marionette. Du musst nicht auf den Zug warten. Du musst nicht ringen und Angst haben, dass du eine Chance verpasst, die Gott dir gibt und die nicht wiederkommt. Zum Abschluss eine kurze Geschichte. Ich sage immer, dass ich in der Volksschule für Deutschgrundschule ein extrem mieser Schüler war. Alle lachen immer. Ich sage immer, ich bin der Einzige, der in der Volksschule Vierer gehabt haben. Alle lachen immer. Meine Frau lacht auch immer. Jüngst sind wir vor einiger Zeit umgezogen auf die Mission Base vor 4 Jahren. Und wenn man umzieht, da kommen immer so alte Kisten raus. Und meine Frau räumt alte Kisten raus und plötzlich kommt sie zu mir, käseweiß im Gesicht, ja, und sagt, Patrick, wir müssen reden. Und ich sage, was passiert? Und sie, ich habe deine Zeugnisse gefunden aus der Grundschule. Und ich, ja und? Da sind 4er drinnen. Sag ich, das sage ich ja immer. Ja, das war doch nur Spaß. Sag ich, nein, das war nicht Spaß. Das war bitterer Ernst. Das war bitterster Ernst. Ich bin der mieseste Schüler gewesen. Ja? Weißt du, dass Gott auch in die Volksschule gegangen ist, für Deutsch in die Grundschule? Gott ist auch in die Grundschule gegangen. Und Gott hat keine 4er gehabt in der Schule. Gott hat in der Grundschule überall 1er gehabt. Ja, auch in Turnen. Außer in einem Fach. Es gibt ein Fach, da hat Gott keinen 1er gehabt. Es gibt ein Fach, da hat Gott einen römischen 1er gehabt. Und das ist sein absolutes Lieblingsfach. Das war sein Lieblingsfach in der Grundschule und es ist sein Lieblingsfach bis heute. Und weißt du, wie dieses Fach heißt? Das heißt, auf krummen Zeilen gerade schreiben. Das ist sein Lieblingsfach. Und wenn du hier einen Bruch drinnen hast und hier einen Bruch drinnen hast oder du dich da irgendwo hin verdanzt oder dahin verdanzt und du glaubst, du stehst im Abseits und du hast dein Salz, das sich in deinem Salsa total übernommen, ja, du findest nie mehr zurück und du bist an die Ecke gespielt, ich sage dir eins, don't worry. Das ist Gottes großer Auftritt. Gott liebt es, auf krummen Zeilen gerade zu schreiben. Und ich kann dir eines sagen, die Zeilen in deinem Leben können gar nicht krumm genug sein, als dass Gott sie gerade schreiben würde. Das ist unser Gott. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater, du bist so unglaublich. Du bist so unglaublich groß. Ja, und du hast Pläne des Heils. Aber eigentlich sind es Absichten. Und eigentlich sind es Gedanken. Und du bist der in sich Gute. Und du hast allerhöchstes Interesse dran, dass mein Leben gelingt und dass mein Leben gut ist. Und du lädst mich ein, dieses Leben mitzugestalten mit dir. Du lädst mich ein, mit dir zuerst Polka zu tanzen, dann Walzer zu tanzen und irgendwann lateinamerikanisch zu tanzen. Und Vater, ich weiß, wie oft bin ich mich verdanzt. Wie oft bin ich an die Ecke gelaufen. Wie oft habe ich geglaubt, ich bin draußen aus dem Spiel. Und dann kommst du rein mit dem, was du am besten kannst. Auf krummen Zeilen gerade schreiben, Tanzpaare zusammenführen, mich mit dir wieder zusammenzuführen. Und Jesus, mein Gebet ist für mich, für alle, die da sind, für alle, die das hören, dass wir diese guten Absichten immer erkennen mögen und dass wir nicht warten, dass etwas auf unserem Leben passiert, sondern dass wir unsere Schritte machen. As we go, we grow. Wenn wir gehen, dann wachsen wir. Das ist der Jüngerschaftssatz. Und um das bitte ich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Meine Lieben, das Buch Nehemia ist ein wichtiges Buch im Alten Testament. Nehemia und Esra, das sind die zwei religiösen und politischen Architekten des Volkes Israel nach der schweren Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Israel ist 536 wieder nach Jerusalem zurückgekehrt und zur Heimat gekommen. Und Nehemia war so etwas wie der Bürgermeister von Jerusalem damals und der Landeshauptmann von Juda. Und als solche haben sie wesentlich dazu beigetragen, dass das Volk erstarkt ist und das Volk
eine jüdische Kultur neu errichtet haben, hat. Und der Tempel wurde wieder aufgebaut. Und wir haben da gehört aus dieser Lesung von diesem Wortgottesdienst, den der Esra da abhält. Und in diesem Wortgottesdienst ist ganz vieles von dem enthalten, was wir tun, wenn wir in der Kirche das Wort Gottes hören, wenn wir feiern, dass wir das Wort Gottes verehren, dass wir Gott die Ehre geben, der unter uns gegenwärtig wird. Und am Ende dieser Lesung steht dieser entscheidende Satz, den ich am Anfang schon gesagt habe: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist die Frage, wie schaut's aus mit der Freude am Herrn? Wie schaut's aus bei uns in unserem Herzen damit? Leben wir aus dieser Freude? Was ist das, was in deinem Herzen tatsächlich Freude bewirkt? Was gibt dir die Freude, aus der du leben kannst? Was ist deine Lebensquelle? Freude empfangen wir nie nur nackt. Ich habe das schon einmal gesagt, ich sage es wieder. Freude hat immer eine Quelle. Freude gibt es nicht ohne eine Vorbedingung. Freude gibt es nicht ohne eine Ursache von Freude. Die Ursache und Quelle der Freude ist immer die Liebe. Wenn du nichts und niemanden liebst, wirst du sicher nicht wissen, was Freude ist. Die Freude am Herrn ist nur dann erfahrbar, wenn wir den Herrn suchen, wenn wir den Herrn lieben wollen. Jetzt könnte es sein, dass du sagst, okay, das weiß ich ja nicht, ob ich Gott liebe. Das können wir schwer ermessen, wie sehr wir Gott lieben. Aber wenn du lieben willst, dann liebst du schon, sagt Augustinus. Wer lieben will, der liebt schon. Es ist eine Frage der Entscheidung. Willst du Gott lieben? Willst du Gott suchen? Willst du Gott in deinem Herzen einen Platz geben? Dann darfst du wissen, wenn du das willst, dass Freude folgt. Dass Freude ein Ausdruck dieser Liebe sein wird. Dass Freude eine Folge davon sein wird. Und das ist es, was ich so wünsche unter uns Christen, dass wir freudig sind, dass wir eine Freude haben. Und dass wir nicht griesgrämig sind und schon gar nicht pessimistisch. Das ist überhaupt nicht christlich. Das Christliche hat nicht das Pessimistische in sich. Das Christliche hat das Hoffnungsvolle in sich. Es gibt nichts, was uns pessimistisch sein lassen muss. Freude ist entscheidend und das ist es, was ich wünsche, was ich mir wünsche, was ich uns allen wünsche. Denn sie ist tatsächlich eine Kraft. Sie ist unsere Kraft, diese Freude am Herrn. Ich komme zu dir und ich schütte mein Herz vor dir auf. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes thank you.
Gut, wir wollen dir jetzt die Zeit schenken, um uns bewusst einfach Gedanken zu machen und zu schauen, was ist denn dein genereller Wille für mein Leben? Und er ist Heiligkeit und Freiheit und Freude und Glück und Hoffnung und Zuversicht. Wir haben gehört, dass oft alle Zeichen da liegen. Und trotzdem glauben wir, dass Gott schweigt. Ich möchte euch einladen, jetzt einfach in euer Leben zu schauen, was denn diese Hindernisse sein könnten. Ist es eine Unentschlossenheit? Ist es eine Angst, die du verspürst? Oder ist es Feigheit? Hast du Angst, eine Entscheidung zu treffen und vielleicht anderen Menschen nicht mehr zu gefallen? Vielleicht bist du einfach nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen, sondern gehst immer den Mittelweg, um ja nicht anzuecken. Oder ist es dein mangelndes Vertrauen? Vertraust du Gott in deinem Leben nicht? Ist es diese Angst, dass er es nicht gut meinen könnte? Immer und immer wieder beschäftigen uns die gleichen Gedanken. Und es ist wichtig, dass wir da einfach die Lüge aufdecken und die Lüge durch die Wahrheit ersetzen. Wenn Gott in dein Leben gekommen ist, vielleicht ganz neu, und du nur dabei bist, ihn kennenzulernen, seine Charakterzüge zu entdecken, immer mehr zu verstehen, wie er denn wirklich tickt. Vielleicht hat dir das heute geholfen, einfach zu sehen, dass Gott mit dir tanzen möchte, dieses Bild in den Alltag mit hineinzunehmen. Und tanzen ist immer oder meistens ein Moment der Freude. Wenn man wo zum Tanz geht, dann ist es Freude, dann ist es Lebenslust. Dann feiert man etwas. Und das Geniale ist, dass Gott führt. Und es gibt nichts Besseres als einen Tanzpartner, der gut führen kann. Da kann man die Augen schließen und dann kann man sie einfach mal fallen lassen. Und das möchte uns Gott schenken. Wenn du ihm die Erlaubnis gibst, dass er führen darf, dann kommt ein Wow-Erlebnis in dein Leben. Fokussier mal dieses Wow-Erlebnis, dieses Wow, es geht alles so wie von selbst. Du gehst einfach danach und es ist so genial. Und vielleicht gibt es Menschen von außen, die schauen und sagen, wow, wie sie sich bewegt, wie er sie bewegt. Es ist schön anzuschauen und andere Menschen haben Freude, wenn man das sieht. Und auf einmal, auf der anderen Seite kommen diese Hindernisse, dieses, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich meine Freiheit verliere. Ich habe Angst, dass ich mich selber verliere. Ich habe Angst, und wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist was, ich kann es benennen oder ich kann es vielleicht noch nicht benennen, möchte ich dich einladen, zum Gebetsteam zu gehen. Es auszusprechen und einfach zu bitten, dass Gott es verändert. Diesen Schritt zu tun, heraus aus diesem Gewohnten
und neue Entscheidungen zu treffen. Neue, andere Richtung einzuschlagen. Und zu sagen, so will ich nimmer weitermachen. So nicht. Und es muss nicht das Größte sein. Es kann auch was Kleines sein, wo du merkst, es hindert dich immer und immer und immer wieder. Und oft sind es einfach nur die Schuhe, die man wechselt. Manchmal haben wir zu große Schuhe an, dann funktioniert es auch nicht. Oder wir denken zu klein von uns. Mit Schuhen, die drücken, funktioniert es auch nicht. Also die Gebetsteams können nur kurz mal die Hand heben, damit man sie erkennt. Genau, drei Gebetsteams. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir in voller Freiheit in dieses System einsteigen dürfen. Dass wir in voller Freiheit, lebensbejahend und mutig neu eine Entscheidung treffen dürfen. Und Jesus, wir wollen dir danken, dass dieser Rhythmus
den du vorgibst, ein Rhythmus ist, den wir schaffen. Und ich möchte beten, dass wir unser belehrsames Herz einfach behalten, dass wir nicht glauben, dass wir alles besser wissen, sondern dass wir auch voller Demut erkennen und wir dann einen Schritt zurück machen. Und Jesus, ich möchte einfach auch beten für dieses Bild mit den Schuhen. Diese Schuhe, die uns vielleicht zu groß sind, wo wir der Erwartung von außen gerecht werden wollen, wo wir ständig nur im Tun sind und im Leisten und im eine Vorstellung von uns selber zu haben. Ich glaube, dass Jesus uns heute einladet, zu schauen, ob die Schuhgröße passt. Und ob das Schuhwerk passt. Und das andere Extrem ist, dass du immer zu klein von dir denkst. Dir selber einredest, dass du schwach bist, dass du klein bist, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst. Dann gibt dir Jesus heute einen größeren Schuh. Einen, der perfekt passt. Einer, der das, was er in dich hineingelegt hat, ausfüllt. Er hat die richtige Höhe. Er hat die Riemen an der richtigen Stelle. Gott denkt so viel größer von dir. Du, der du glaubst, dass du klein und schwach bist. Und der erste Schritt ist, dass du dir auf die Suche machst nach deinen Gaben. Dass du schaust, was ist in mir. Dass du Leute fragst und sagst, was siehst du in mir? Welche Fähigkeit, welchen Charakterzug findest du besonders an mir? Wenn du Freunde hast, geh zu deinem Freund. Oder frag Jesus, wenn du deine guten Charakterzüge kennst und wenn du deine Gaben kennst, dann sag Gott Danke dafür. Wenn du jetzt schon einen Ort hast, wo du das ausleben darfst, dann sag Gott Danke dafür. Wenn du merkst, dass es Charakterzüge gibt, die nicht gut sind, die dir selber nicht gut tun und auch deinem ganzen Umfeld, dann nimm sie und nimm dir einen Vorsatz und versuch, Dinge in deinem Leben zu ändern und reiß sie mit der Wurzel aus. Es ist ein Weg, aber Gott sagt dir, du musst den Weg starten. Und es zu erkennen und auszusprechen ist eins. Herr, wir beten um mehr von dir in unserem Leben, mehr von deiner Wahrheit. Wir wollen echt Glück und Hoffnung für unser Leben erbitten. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Mehr von dir. Komm. As we go, we grow. Wenn wir gehen, dann wachsen wir. Aber wir müssen gehen.
wir sind am Ende vom 84. Sunday Morning. Wenn ihr wollt, kommt wieder, seid dabei. Wir haben jetzt ein gutes Mittagessen. Wir wünschen euch alle einen schönen Sonntag. Liebe Grüße von der Mission Base. Und genau, nächste Woche, 10.30 Uhr, schaltet jetzt wieder ein. Sunday Morning. Worship, Prayer und Preach. Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei!